Wunderschön, ja. Ich stehe in der Innenstadt an den Gebäuden, schaue dem Zeitungsboten zu und den Obstlieferanten und checke überhaupt nicht, dass wir hier an dem Teich ja auch einen wunderbaren Spot haben. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin 3.20 Uhr aufgestanden, habe wunderbar im Gasthof zur Schweiz geschlafen, hier in Altenburg, und bin trotzdem hundemüde. Es hat sich aber gelohnt, hierher zu kommen. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, die blaue Stunde ist gleich vorbei. Ich habe aber schon meine Fotos im Kasten und warte dann noch auf den Sonnenaufgang. Und heute geht es mir darum, wie fotografierst du deine Innenstadt, deine City zur blauen Stunde am besten. Die blaue Stunde hat man am Morgen und am Abend. Ihr werdet auf den Fotos das Problem haben, dass ihr viele Menschen drauf habt. Gerade bei Innenstädten ist es ja nicht unüblich, dass viele Menschen sich dort befinden. Das heißt also, wenn ihr zur blauen Stunde Fotos machen wollt, müsst ihr sicher gehen, dass ihr entweder eine lange Belichtungszeit habt, wo die Menschen dann verschwinden oder unscharf sind. Wenn die Menschen etwas unscharf sind, könnt ihr sie dann auch rausarbeiten im Nachhinein. Aber das ist natürlich sehr mühselig. Plan B wäre, hier einfach am Morgen herzukommen, so wie ich heute. Um 3.30 Uhr ungefähr war ich hier, bin hier aufgeschlagen, habe mich hier aufgebaut mit all meinem Zeug und habe schon ein paar Fotos gemacht. Das ist natürlich für die, die länger schlafen wollen, überhaupt nicht geeignet. Aber es hat natürlich den riesigen Vorteil, dass ihr morgens allein seid. Bis auf der Zeitungsbote, der euch dann mal so ein bisschen durchs Bild laufen könnte, oder irgendein Zulieferer. Da müsstet ihr halt drauf schauen, ja, was dann am Morgen so ein bisschen hier sich abspielt. Nichtsdestotrotz, hier in Altenburg habt ihr den Vorteil, dadurch, dass es eine sehr kleine Stadt ist, es ist ja unwahrscheinlich, dass am Morgen zu dieser Zeit sich schon so viele Menschen aufhalten, dass ihr Probleme bekommt, das Foto so zu belichten, dass Menschen nicht zu sehen sind. Das wäre so ein bisschen der erste große Tipp. Geht vielleicht eher in eine Stadt, die nicht so überlaufen ist zum frühen Morgen. Tipp Nummer 2, geh raus, versuch herauszufinden, wie es in deiner Stadt aussieht. Und Tipp Nummer 3, geh halt echt am Morgen. Also am Abend mache ich euch echt keine Hoffnung, dass das in den ersten Shots auch gelingt. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, aber ich sage euch, kommt am Morgen hierher, quält euch aus dem Bett und dann wird das auch passen. Es ist nicht unerheblich, ob ich hier stehe oder ob ich hier stehe. In jedem Fall sollte man im Vorfeld sich genau überlegt haben, wie möchte ich mein Foto machen, was ist meine Perspektive, und weil das letztendlich auch das Bild entscheidet und die Bildkomposition entscheidet. Ja? Und der letzte Tipp wäre von mir, nehmt euch was zu essen mit und bringt euch was zu trinken mit. Es kann ein Stück dauern, bis man fertig ist, bis man seine Fotos im Kasten hat. Ich nehme dann immer ein paar Bananen mit oder so und noch ein Wasser. Und meistens kommt man dann schon über die ersten 2 Stunden des Tages. Ihr könnt euch natürlich auch um 3 Uhr morgens 2 Kaffee reinknallen und ein großes Müsli essen. Ich bin da jetzt nicht so ein Fan von, ich mache da lieber morgens los und bin da schon auf dem Weg. Wie gesagt, ich genieße noch ein bisschen hier die Atmosphäre. Wer noch nicht in Altenburg war, kommt hierher, schaut euch mal die Innenstadt an. Gerade der Markt ist ja sehr, sehr schön. Und hier hat man auch ganz viele Gassen und verschiedene architektonische Gebäude, die man sich mal anschauen könnte. Also wer schon am Morgen hierher kommt, um zur blauen Stunde zu fotografieren, der sollte auch gleich sich die Innenstadt anschauen und ja, so ein bisschen Altenburg genießen. Kann es nur empfehlen. So viel von mir heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr auch schon in Altenburg wart und die Innenstadt gesehen habt oder vielleicht Fotos gemacht habt in der Innenstadt, schickt sie mir gerne unten in die Kommentare. Zeigt mir mal, was ihr so gemacht habt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. So, wir haben es jetzt nach 5 Uhr. Ich bin fertig mit meinem Videodreh in der Innenstadt zur blauen Stunde. Und nachdem jetzt das Licht überall ausgegangen ist und die Sonne eigentlich schon da ist, wurde ich da auf dem Rückweg am großen Teich mit diesem Ausblick belohnt. Ich zeige euch das mal, Achtung. Jo. Ja, also wunderschön, ja. Ich stehe in der Innenstadt an den Gebäuden, schaue dem Zeitungsboten zu und den Obstlieferanten und checke überhaupt nicht, dass wir hier an dem Teich ja auch einen wunderbaren Spot haben.
Ja, gut, man kann immer nur eins haben, man kann nur an einem Ort sein. Ich kann jetzt nicht City machen und den großen Teich, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, wenn ihr das wollt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare unten. Und ich werde es mir vom nächsten Mal mitmerken. Also auch zum Samstagmorgen hat man einfach niemanden, den man sieht. Lass mit den Kollegen vorbei. Alle irgendwie heute mit ihrem ATU-Auspuff unterwegs. Hilfe. Das war's jetzt wirklich von mir in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und zwar bin ich heute in der weltbekannten Skatstadt Altenburg. Ja. In diesem Sinne, schaut gerne mal in Altenburg vorbei. Ich hasse es im frühen Morgen.